Willkommen im zweiten Video und wieder dazu gesagt, dass ich keine persönliche Haftung übernehme über die getätigten Aussagen, da es eine persönliche Sammlung aus Erfahrung ist. Natürliche Selektierung aufgrund extremer und unvorhergesehener Umstände in der Gastronomie. Ich finde die Bezeichnung auch nicht toll, aber es ist nun mal so und wir müssen das Kind beim Namen nennen. Dieses Video ist eine Analyse der aktuellen Situation. Es soll wachrütteln, motivieren, erklären, was gerade in unserer Branche passiert und was es bedeutet. Normalerweise gibt es schwache und starke Gastronomen. Überleben werden jetzt aber nur noch die Vollprofis. Entweder seid ihr welche oder ihr werdet jetzt zwangsläufig welche werden. Eine andere Wahl bleibt euch nicht. Es gibt sehr gute Gastgeber, es gibt sehr gute Köche. Und dann noch welche dazu, die rechnen und organisieren können. Leider wird das jetzt nicht mehr reichen. Ihr müsst euch sofort mit dem Thema und den Möglichkeiten auseinandersetzen. Und mit sofort meine ich sofort, nicht erst morgen. Ihr müsst euch mit allem befassen, was ich euch in den nächsten Videos erzähle. Und das für euch anwenden und nutzen, was für euch am sinnvollsten ist und für eure Situation am sinnvollsten erscheint. Heulen und jammern bringt nichts mehr. Wir sind selbstständig und haben es uns auch so ausgesucht. Wir müssen angemessen reagieren. Einen Schuldigen für die Corona-Krise zu suchen und zu erwarten, dass euch jemand 50 oder 100.000 Euro vor die Tür legt, nur weil ihr einen Anruf tätigt, wird nicht funktionieren. Die Lawine rollt und sie ist nicht mehr aufzuhalten. Ihr entscheidet, ob ihr auf ihr versucht zu reiten oder ob ihr mit ihr untergeht. 30-50% der Betriebe werden es leider nicht schaffen. Aktuelle Informationen, die Kette Vapiano ist insolvent. Es gibt da nach aller Voraussicht nach weniger Fachkräftemangel durch die ganzen Entlassungen. Hinzu kommt, dass es zwar weniger Kaufkraft gibt, ein Großteil der Menschen bekommt ja gerade Kurzarbeitergeld, aber es wird eine Verschiebung von Gästen geben, der Gastronomien, die leider nicht mehr existieren. Beides wird sich begünstigen und rechnerisch irgendwo in der Mitte ankommen. Wir sehen uns im nächsten Video. Darin geht es in die harte Materie um Stundungen und Zahlungsaussetzungen, so dass wir wieder kurzfristig und sehr schnell unsere Liquidität herstellen. Danke.